Thank you.
Liebes Orchester, Hochachtung, dass ihr einfach weitergespielt habt, als wäre nichts gewesen. Entschuldigen Sie den kleinen technischen Zwischenfall, aber es ist, wie es immer ist, die Technik will nicht so, wie man möchte. Naja, hoffen wir, dass es jetzt gepflegt ist und ganz normal im Programm weitergehen kann. Wir fahren jetzt jedenfalls erstmal fort. Und zwar kommen wir nun zu einem etwas anderen musikalischen Programmpunkt, den ich ja schon einmal angekündigt und erwähnt hatte. Und ich bin jetzt selbst ganz gespannt, weil ich diesen Beitrag vorher auch noch nicht hören durfte. Das Orchester habe ich bei der Probe schon mal erlebt und mir die Stücke schon mal angehört. Genau, aber ich darf noch einmal unser Marburger Gastensemble vorstellen, Sohne Orientalis mit Mehmet Bayraktar, Abdullah Kirli und Antilla Öztürk, die für den heutigen Abend ein rhythmisch-melodisches Programm zusammengestellt haben, bei dem wir gemeinsam eine Tour von Südosteuropa über Anatolien nach Nord- und Westafrika machen werden. Ich glaube, wenn Sie jetzt auf die Bühne kommen, möchten Sie selbst auch noch ein paar Worte zu sich, Ihren Instrumenten sagen und zu dem, was Sie machen und präsentieren. Also darf ich Sie hochbitten und freue mich auf diesen Beitrag. Einen schönen Abend. Herzlichen Dank erstmal, dass wir heute Abend hier dabei sein dürfen. Wir heißen Sohne Orientalis und spielen traditionelle Musik aus Südosteuropa, Türkei, Griechenland und auch ein bisschen aus dem arabischen Raum. Abdullah an Darabuka, an einer speziellen Trommel, der im arabischen und türkischen Raum sehr viel gespielt wird. Mehmet an Bağlama, der ist ein Elektro-Bağlama, einer der zentralsten Instrumente in der türkischen traditionellen Musik. Und ich spiele Klarinette und Saxophon. Unser erstes Stück besteht aus zwei traditionellen Stücken aus Mazedonien und aus Griechenland. Das heißt, Adana hat mit Adana Kebab nichts zu tun. Und der zweite Teil heißt Misalu.
Oktober flimmern, dann mal bitte. Ja, vielen lieben Dank. Das war mal eine ganz andere Art von Musik und passt super zu dem heutigen Motto und unserem heutigen Abend. Hinter mir bauen sich jetzt, glaube ich, gleich die Chöre auf. Und zwar die beiden Chöre der Christian-Rauch-Schule und der Edertal-Schule, die sich bereit machen. Was denn jetzt? Ach so, seid ihr noch nicht fertig? Entschuldigung! Dann genießen wir noch etwas den orientalischen Klängen. Unser nächstes Stück kommt aus Zentralanatolien, auch ein traditionelles Stück. Übersetzt heißt Tanzende Geliebte, Original Halaylyar. Sevdim yari, keşke sevmez olaydım.
Schrapasse, Kamaile, ja, mach Schrapasse, Kamaile, Halaile, Can, Halaile, Halaile, Can, Halaile, mach Schrapasse, Kamaile, mach Schrapasse, Kamaile. Herzlichen Dank. Jetzt dürfen Sie mitmachen. Und zwar, es geht um einen sehr ungewöhnlichen Takt für Mitteleuropa. Es geht um den 9/8-Takt. Ich gehe davon aus, dass nur wenige wissen, wie ein 9/8-Takt klingt. Wir machen das ganz einfach. Ich mache das vor. Viermal klatschen. Einmal aussetzen. Ja? Also. Ja. Bleib dabei! Thank you.
tut mir leid, da war ich eben wohl ein wenig zu voreilig, aber Gott sei Dank konnten wir jetzt noch weitere Beiträge der Sono Orientalis Gruppe hören. Also wow, bei dieser Rhythmik da noch den Überblick zu behalten und die Kombination aus diesen Instrumenten, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube, das Staunen im Publikum, das war auch relativ groß. Vielen Dank nochmal für diese Beiträge. So, jetzt aber machen sich hinter mir die beiden Chöre der Christian-Rauch-Schule und der Edertal-Schule bereit, die im Folgenden einen eigenen Teil performen werden, bevor sie dann im nächsten Block das Orchester gesanglich noch unterstützen. Wer letztes Jahr hier war, erinnert sich eventuell auch noch an den ukrainischen Chor, der etwas passend zu unserem letzten Motto One World United in Music gesungen hatte. Sie sind auch dieses Jahr wieder musikalisch aktiv und haben sich zum einen dem Chor der Christian-Rauch-Schule angeschlossen, zum anderen werden sie aber auch wieder einen eigenen Beitrag mitbringen. Zuerst hören wir den Song Teppich, wobei es um einen fliegenden Teppich geht. Und da würde ich Ihnen raten, einfach dem Text zuzuhören, wenn Sie noch mehr über den Inhalt dieses Stücks erfahren möchten. Nebenbei darf ich erwähnen, dass der Text und Musik von den echten Kerlen aus Kassel komponiert wurde, also sozusagen von direkt nebenan. Im Anschluss hören wir dann When You Believe aus dem Animationsfilm Prince of Egypt von 1998, der angelehnt ist an die Geschichte von Mose und eine Oscar-prämierte Filmmusik darstellt. Dann singt der ukrainische Chor ein traditionelles Lied allein mit dem Titel Ukraine ist das, was in deinem Kopf ist. Die Musizierenden halten dabei auch selbstgemalte Bilder hoch, die eine Assoziation hervorrufen sollen zu der Frage, was denkst du, wenn du an die Ukraine denkst? Und zu guter Letzt hören wir Mich trägt ein Traum von Michael Kunze, was eigentlich das englische I have a dream von ABBA ist. Die Chöre stehen unter der Leitung von Matthias Müller, Steffen Hause und Helen Zaloga. Viel Spaß! Do I do not?
Wir freuen uns, Sie hier zu sehen. Wir sind Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Regionen der Ukraine. Wir singen heute für euch ein Lied, das uns bewegt, das uns ausmacht. Gesungen wird auf Ukrainisch. Wir alle hoffen und wünschen uns sehr, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht und dass wir uns vielleicht dort nochmal zusammentreffen und gemeinsam im Frieden singen. Unser Lied heißt Ukraine bist du. Ukraine bin ich. Ukraine sind wir. Unsere Gedanken, unsere Bilder im Kopf. Das sind die Sonnenstrahlen über den Sonnenblumenfeldern. Ein blauer Himmel, die Vögel. Das ist Hoffnung, liebe Träume. Good evening, everyone. We are young people from different regions of Ukraine. Today we want to sing a song that moves and characterizes us. We all hope that the war will finish and that we might meet us there to sing together in peace. Our song is called You Are Ukraine. It is about our thoughts which we want to show in our pictures, the words and the knowledges of mother and father. Also, it is about nature in Ukraine, sun rays all over the fields, full of sunflowers and a blue sky.
These songs tell us about dreams, love and hope. Ich spür mein Leben.
Ja, das war's schon mit unserem Chorteil, aber er verlässt uns noch nicht, sondern begleitet uns auch noch im nächsten Part. Vielen Dank für die Beiträge, vor allem auch der ukrainische Beitrag lässt uns neben der ganzen Traumwelt und der ganzen Märchen, die wir heute Abend gehört haben, die Realität nicht vergessen. Bevor das Konzert jedoch jetzt ganz vorbei ist, kommen wir noch zu einem etwas größeren Abschlussblock mit den Orchestern und den Chören zusammen und haben noch verschiedene Stücke, die wir hören. Zuerst werden wir zwei Stücke hören aus Mozarts bekanntester Oper, der Zauberflöte, wobei das erste O Isis und Osiris und das zweite Das klinget so herrlich sein wird. Jetzt fragt man sich eventuell, was die Oper Zauberflöte mit dem asiatischen Raum zu tun hat und unserem Motto heute Abend, da jetzt nicht so super orientalische, typische Klänge in diesen Stücken vorkommen. Jedoch spielt auch die Zauberflöte in Ägypten und hat eine gewisse Verbindung zu Tempeln oder Pyramiden. Bei dem ersten Stück steckt der berühmte Isis-Tempel ja auch schon im Namen mit drin. Im Anschluss an die Zauberflöte folgen vier Auszüge aus dem Videospiel Anno 1404 von Tilman Silescu. Dies spielt auch zu dieser Zeit, also um 1404. Und in diesem Spiel treffen zwei Kulturen aufeinander, einmal das Abend- und einmal das Morgenland. Bei diesen kurzen Stücken wird das Trio Sone Orientalis die Musikerinnen und Musiker auch ein weiteres Mal begleiten, wie auch gleich noch im Finale. Auch hier haben wir erneut eine Besonderheit, was die Noten angeht. Ursprünglich waren diese Stücke nämlich gar nicht für einen Live-Vortrag gedacht. Aber auch hier konnte organisiert werden, dass uns diese dankenswerterweise sogar kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Der Komponist selbst wäre sogar gerne gekommen, bedauert jedoch aus privaten Gründen leider nicht dabei sein zu können. Zu guter Letzt für den heutigen Abend, vor dem Finale, hören wir dann noch ein Medley aus dem Disney-Musical Aladdin von Alan Menken. Jeder kennt sicherlich Aladdin mit der Wunderlampe. Oder können Sie ja mal ein wenig die Augen aufhalten, denn Aladdin ist heute Abend auch zu Besuch und wird uns am Schlagzeug begleiten. Auch hier sind da sowohl der Chor als auch das Orchester beteiligt, was dem Orchesterleiter Martin Fischer zu danken ist, denn er hat in mühevoller Arbeit einen passenden Chorsatz zu einem bestehenden Arrangement geschrieben. Dirigiert wird dann der letzte Block, bevor es endgültig zum Finale kommt, von Steffen Hause, Martin Fischer und Lisa Maria Siegel, zwar nicht parallel, aber nacheinander. Viel Spaß im letzten Block. Thank you.
Annika, das hättest du mir auch vorher sagen können. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir ein großartiges Konzert gehört. Jedes Jahr sagen wir, es gibt nicht, dass man dieses Konzert übertreffen kann. Heute können wir sagen, es war wieder eine tolle Leistung von allen. Und die Musici haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Haben ihr großes professionelles Können gezeigt, auch wenn mal so ein kleiner technischer Defekt, für den ich mich entschuldige,
Es haben wieder mal die 20 Cent gefehlt, um eben den Strom durchzuhalten. Also es tut mir furchtbar leid, aber es ist ja dann noch, hat ja dann noch geklappt. Es hat also hier keinen Abbruch getan. Jetzt dürfen wir Danke sagen, Annika Beil, für deine sehr gute und tolle Moderation. Martin Fischer. Martin, du hast ein tolles Konzert zusammengestellt. Du hast deine jugendlichen Haare im Griff. Mir scheint, im Moment hatten sie dich gerade im Griff. Du hast eine tolle Auswahl getroffen und du hast vor allen Dingen noch ein tolles Trio aus Marburg geholt. Dazu kommen wir ja gleich noch. Steffen Hause. Herr Hause, was wären wir ohne Sie? Sie sind von Anfang an dabei. Toll, ich habe Sie heute aber das erste Mal dirigieren sehen. Aber eine ganz tolle Leistung. Thorsten Herrgut. Er kommt ganz ruhig und macht die lauteste Musik. Herr Herrgut, ganz herzlichen Dank für das Entree, das wir heute von Ihnen gehört haben. Dankeschön. Matthias Müller. Immer unscheinbar im Hintergrund, aber alle Chöre und alle Stimmen fest in der Hand zu halten. Tanja Schlüter. Christian Schlüter ist die Konzertmeisterin der Christian-Rauch-Schule. Herzlichen Dank. Nina Seidel. Nina Seidel ist die Konzertmeisterin des Edertal-Schulorchesters. Ganz herzlichen Dank. Auch sie hat ich wollte gerade sagen Mannschaft, aber das wäre völlig falsch gewesen. Sie hat ihre Musici auch alle im Griff. Alle konzentriert weitergearbeitet während dieser dummen Situation. Lisa Maria Siegel. Lisa Maria Siegel, wir haben Sie heute das erste Mal dirigieren sehen. Sie sind in die großen Fußtapfen getreten Ihres Vorgängers. Sie haben das mit einer unheimlichen Ruhe gemacht, aber mit einer ganz starken Leistung. Ganz herzlichen Dank, Frau Siegel. Doro Wagner. Doro, ich habe dich ja schon am Anfang so furchtbar gelobt. Du hast hast tolle Bilder zusammengestellt. Ich bewundere das immer wieder, welche Ruhe du hast dabei und welche Fantasie, dass das alles so klappt, wie das schon seit seit 15, 16 Jahren klappt, mit den tollsten Plakaten, die wir eben haben. Ganz herzlichen Dank, Doro. Burkhard Wick. Auch ein Mann, der immer im Hintergrund steht, alles organisiert, alles versucht, allen recht zu machen. Und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich für diese unheimliche Verlässlichkeit. Danke sehr. Helen Zaloga. Wo ist sie? Frau Zaloga ist die
ist die Chorleiterin des ukrainischen Chors, ist den ganzen Nachmittag schon dabei und kümmert sich in der Schule auch um die ukrainischen Kinder. Herzlichen Dank von Zaloka. Sono Orientalis. Sono Orientalis. Wie kann man nur so schnell die Finger bewegen und solches aus einem Instrument herausschlagen, was man überhaupt nicht als solches anerkennen kann? Herzlichen Dank, Sie haben uns eine tolle Bereicherung des heutigen Abends und Sie haben uns was wirklich in eine ganz andere Welt geführt. Ganz herzlichen Dank. Markus Krämer. Wir wissen, Herr Krämer, dass es Ihnen überhaupt nicht liegt, so nach vorne zu kommen. Aber es macht sich sehr gut und Sie machen das sehr gut. Und was wären wir ohne Ihre Stimme? Ganz herzlichen Dank. Es war toll, dass Sie sich so hier mit eingebracht haben. Danke an alle, die Sie hier stehen. Danke an die Musici, die auf der Bühne sind und von denen wir gleich noch etwas hören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, jetzt bitte zwei rein und ein Foto machen. Die vorderen auf die Knie. Ja, muss ich einschalten. So, und nun ein letztes Mal, und weil es so schön war, hören wir zum Schluss noch einmal eine Nummer aus Mozarts Zauberflöte, und zwar das Stück Es siegte die Flöte, was einen finalen Charakter am Ende dieser Oper darstellt. Ach, es siegte die Stärke, okay, falsch abgelesen. Es siegte die Stärke, was einen finalen Charakter am Ende der Oper Zauberflöte darstellt. So ist es richtig. Hinten auf der Leinwand, also es kommen jetzt auch nochmal alle Musizierenden zusammen und musizieren das letzte Finale gemeinsam, und hinten auf der Leinwand werden zwischendurch Textzeilen eingeblendet, und wir würden uns freuen, wenn auch Sie unsere Musizierenden im letzten Teil final noch einmal unterstützen. Den Abschluss wird noch einmal Martin Fischer dirigieren, und in diesem Sinne bedanke auch ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme am heutigen Abend an diesem Konzert. Hoffe, Sie hatten Spaß, konnten diese orientalische Welt ein bisschen kennenlernen, vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen. Und auch mir hat es wieder große Freude bereitet, Sie durch den Abend zu begleiten. Kommen Sie also gleich gut nach Hause und genießen Sie unser Finale. Machen Sie auch fleißig mit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Thank you.